Herzlich willkommen vom Benediktushof. Wir haben uns vorgenommen, in dieser Zeit, wo der Benediktushof still ist, wo er vereinsamt ist, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen, in Kontakt zu bleiben und Ihnen immer wieder eine kleine Botschaft zu übermitteln, sei es in einem Video oder sei es durch kleine Artikel. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gut geht, dass Sie gesund sind und diese Zeit für Sie nicht zu belastend ist. Für meinen kleinen Impulsvortrag habe ich einen Gedanken, einen kleinen Text von Paul Klee ausgewählt, über den ich gerne sprechen möchte. Paul Klee hat ihn 1932 in einem Vortrag dargebracht. Und dieser Text heißt, auch in der Einfachheit ist der Reichtum möglich. Dies kann den Mut geben, einfach zu sein. Das Einfache ist übersehbar in Bezug auf Ordnung, in Bezug auf die Dinge und die Art, wie sie eintreten. Mit geistigem und ganz wenigem viel schaffen. Ich glaube, dass Paul Klee mit der Einfachheit nicht meinte, dass das Leben einfach ist. Wir neigen dazu, aus Angst und aus Sorgen das Leben zu vereinfachen, weil die Komplexität des Lebens uns Schwierigkeiten macht. Gerne hätten wir einfache Lösungen für die Probleme. Und vielleicht unterscheidet sich ein wahrer Priester oder Meister oder Prophet darin, dass er nicht einfache Lösungen gibt, sondern dass er uns die Komplexität des Lebens zumutet, dass wir Mut bekommen von ihm, uns auf diese Schwierigkeiten einzulassen. In Krisen, wie in der jetzigen Krise, neigen wir dazu, wirklich einfache Lösungen zu suchen und hoffen damit, die Wirklichkeit zu handhaben, sie zu meistern. Doch auch ich möchte Ihnen Mut machen, die Einfachheit nicht in der Komplexität zu suchen, sondern die Einfachheit in unserem Leben zu verwirklichen. Und ich glaube, das ist das, was Paul Klee meinte, dass er mit der Einfachheit ja die Schlichtheit der Dinge, die uns umgeben, meint und nicht nur die äußeren Dinge, sondern dass auch die Schlichtheit in unseren Gedanken sich einnistet. Schlichtheit aber nicht in dem Sinne, dass es banal wäre, sondern dass wir versuchen, unsere Angstgedanken und unsere Schwierigkeiten, die Gedanken versuchen zu lösen, dass wir sie hinten anstellen können und sozusagen die Einfachheit im Geist und auch die Einfachheit im Alltäglichen zu üben. Der Rückzug, der uns heute auferlegt ist, ist schon eine Übung der Einfachheit. Wir sind auf uns selbst geworfen, auf die engsten Kontakte der Familie. Wir sind schon einfach geworden und wir merken vielleicht, wie schwer es uns fällt, nicht uns zu umgeben mit vielen Menschen. Und wie schwer es oft ist, mit einem einzigen Menschen, der uns vielleicht in der Familie begleitet, in Harmonie zu leben. Aber Paul Klee spricht davon, dass wir in dem Moment, wo wir Einfachheit in unser Leben eindringen lassen, dass wir dann Reichtum erfahren können. Einfachheit
ist auch, dass wir in die Stille gehen, dass wir uns nicht mit vielen Impulsen, die uns ja die Medien geben, dass wir uns damit nicht vollstopfen, dass wir wirklich auch die Zeit uns nehmen, leer zu werden und nicht noch mehr Impulse in unseren Kopf eindringen lassen, die uns dann hindern, die Einfachheit zu leben und auch den Reichtum zu leben. Es ist auch die Einfachheit in materiellen Dingen. Wir wissen ganz genau, dass Reichtum mit materiellen Dingen nicht unbedingt das Reichtum ist, sondern dass dieser Reichtum ein Erleben ist. Ich kann mit wenigem mich reich fühlen. Ich kann mit vielem mich arm fühlen. Denn Reichtum ist das Erleben, satt zu sein. Nicht nur mit Essen satt zu sein, sondern auch mit dem Leben voll sich gefühlt zu fühlen. Und dafür ist es notwendig, dass wir ja nicht auf das schauen, was wir nicht haben, sondern auf das, was uns geschenkt wird in diesem Leben. Als ich eines Morgens in meinem Wohnzimmer hörte, wie die Müllabfuhr kam und den Müll abholte, da erfüllte mich eine unglaubliche Dankbarkeit, dass es immer noch möglich ist, dass wir den Müll entsorgt bekommen, dass wir immer noch einkaufen können, dass wir keinen Hunger leiden müssen, dass wir nicht aus unserem Land fliehen müssen. Auf einmal kam mir all der Reichtum in den Sinn, den wir heute noch haben, den wir in diesen Zeiten auch haben. Keiner braucht bei uns hungern. Und wir haben im Grunde genommen noch ganz viel an reichen Dingen. Und obwohl vielleicht manches eingeschränkt ist, ist es doch ein Reichtum, der uns erfüllt in dem Moment, wo wir darauf hinschauen, was wir haben, was wir geschenkt bekommen, was uns zur Verfügung steht und nicht, was uns nicht zur Verfügung steht. Einfachheit ist ein Geschenk, ist ein Luxus. Wir merken ganz schnell, wenn wir viele Dinge haben, dass wir diese Dinge verwalten müssen. Wenn unsere Schränke voll sind, dass dies uns erdrücken kann. Und ich kannte eine alte Dame. Sie hatte ihr Haus vom Keller bis zum Speicher voll von Dingen. Und als sie älter wurde, konnte sie diese Dinge nicht mehr bewältigen. Sie erdrückten sie und Hals über Kopf floh sie aus dem Haus und suchte sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem betreuten Wohnen. Sie hatte zu viel. Sie konnte ihr Leben nicht mehr auf die Reihe bekommen, weil sie zu viel hatte. Und das war für sie so erdrückend, dass sie aus ihrem Haus floh. Das heißt, wir können, wenn wir die Einfachheit nicht leben können, auch sehr, sehr darunter leiden, mit den vielen Dingen umgehen zu müssen. Das ist auf der äußeren Ebene. Das ist auch in materiellen Dingen so, dass sich zeigt,
Wenn wir viel anhäufen, wir das Gefühl haben, vollgestopft zu sein und nicht mehr atmen zu können. Das ist nicht weit entfernt von dem, wenn wir zu viel essen, dass uns die Luft abgedrückt wird. Aber es gibt auch geistigen Müll. Es gibt auch unendlich viel, was uns im Kopf umherschwirrt, dass wir den Gedanken nicht mehr Herr werden, wir eingeschränkt sind im Schlaf, wir eingeschränkt sind im Lauschen auf das, was das Leben uns bringt, was das Leben uns schenkt, weil wir so voll sind mit Gedanken, die uns Sorgen und Probleme bereiten. Denn es ist nicht so, dass die Gedanken, wenn sie in Hauf in unserem Kopf umherschwirren, alles wohlgesonnene Gedanken sind, sondern es zeigt sich, dass es meist mehr, dass es Sorgengedanken sind, dass es Angstgedanken sind, dass es negative Gedanken sind, die uns auch wie die weltlichen, wie die materiellen Dinge, dass die Luft abschneiden, uns daran hindern, in die Wirklichkeit zu gehen und das Leben wieder anzunehmen. Paul Klee schreibt, dass wenn wir in die Einfachheit gehen, dass wir dann in Bezug auf die Dinge eine Ordnung bekommen. Nicht nur auf die Dinge hin, sondern auch in unserem Geist kommt wieder Ordnung hinein. Die Ordnung entsteht durch die Stille. Die Stille ist ein Schatz, ist ein Gott, die in uns selbst wirkt. Dafür brauchen wir aber auch den Rahmen, dass wir diese Stille auch entwickeln können. Ich möchte Ihnen Mut machen, sich mindestens einmal am Tag etwas zurückzuziehen und keine Nachrichten zu hören, keine Musik aufzulegen, keine Sendungen zu hören, Ihr Handy abschalten. Und einfach still sein, dass sie still sind. Wenn die Familie den Tag über tobt, dann nehmen sie die Zeit, wo die Familienmitglieder schlafen. Meist ist man dann so erschöpft, dass man sagt, ich möchte auch einfach nur mich hinlegen und die Bettdecke über den Kopf ziehen. Aber glauben Sie mir, das ist nicht entspannend. Das ist eine Flucht und sie nehmen all den Lärm und all die Sorgen mit in den Schlaf. Es ist leichter und entlastender, wenn sie sich noch einmal einfach hinsetzen, die Augen ganz still werden lassen, die Geräusche von außen an ihnen vorüberziehen lassen und so in die Stille kommen. Und bleiben wir eine Zeit lang in dieser Stille, werden wir merken, wie diese Stille Ordnung macht, wie diese Stille uns in unserem Kopf ordnet und nicht nur in unserem Kopf, sondern im ganzen Körper, dass Spannungen, die sich im Körper aufgebaut haben, wieder losgelassen werden. Nicht weil ich loslasse, nicht weil ich es mache, sondern die Stille selbst kann dies bewirken. Dafür ist es aber wichtig, dass wir in diese Stille gehen, dass wir uns einen Rahmen schaffen, einen Ort schaffen, in dem diese Stille auftreten kann. Es kann sein, dass Sie am Anfang diese Unruhe, die Sie belastet, dass Sie die besonders spüren in der Stille und Sie am liebsten aufspringen möchten und schnell sich wieder ablenken. Aber ich verspreche Ihnen, dass wenn Sie diesem Drang nicht folgen, sondern in der Stille bleiben, dass die Stille bald die Herrschaft übernimmt und Sie beruhigt und Sie auch wieder in Ordnung bringt.
ordnen. Das heißt, alle Elemente, Feuer, Wasser, Luft und Erde, aus denen unser ganzer Körper besteht, die werden dadurch geordnet. Emotionen werden zur Ruhe gebracht. Sie sinken nach unten und finden nicht mehr als wallende Wogen und Wellen in uns, toben dort nicht. Sich ordnen ist einmal sich zurückziehen und dann auch nicht glauben, wenn ich viel habe, wenn ich viel kaufe, könnte ich mich beruhigen, könnte die Gedanken und die Sorgen und die Probleme damit überdecken. Im ersten Moment ja, aber es dauert nicht lange. Dann kommt diese Unruhe wieder hoch. Von daher suchen Sie die Einfachheit, die Schlichtheit, nicht die Banalität. Und Paul Klee schreibt, dass mit wenigem geistig viel geschaffen werden kann. Das ist nicht gemeint, dass wir jetzt in eine intellektuelle Auseinandersetzung gehen müssen, dass wir jetzt hochtrabende philosophische Gedanken entwickeln müssen. Das ist nicht viel schaffen mit wenigem. Geistig heißt, dass wir inspiriert werden. Nicht, dass ich viel denke, dass ich viel, gute oder schlechte Gedanken in mir anhäufe, sondern geistig heißt, dass der Geist, der in uns und durch uns und mit uns sozusagen lebt und webt, dass dieser Geist sich zeigt. Solange wir mit unseren eigenen Sorgen und Problemen verbunden sind, identifiziert sind und sie uns beherrschen, spüren wir gar nicht diese ordnende Kraft, die in uns ist. Und die Stille selbst lässt uns diese Inspiration des Geistes wieder erfahren. Auf einmal kommen uns wunderbare Gedanken, aber nicht Gedanken, die wir aus unseren Nöten und Sorgen herausdenken, sondern es sind Inspirationen, es sind wie kleine Eingebungen, die uns beschenken, die uns reich machen, die uns zufrieden werden lassen. An dem können wir eigentlich überprüfen, ob es Gedanken sind, die vom Geist her inspiriert sind oder von unseren Sorgen her getragen. Fühlen wir uns gestärkt, fühlen wir uns dankbar und beschenkt, dann ist es das Geschenk, die Inspiration des Geistes, der in uns wirkt, der in uns lebt, der wir sind. Und diese Bereicherung erfahren wir dann als Zufriedenheit. In diesen Zeiten der Unsicherheit, wie wir heute oft diese Horrornachrichten aufnehmen. Wir wissen nicht, ob wir gesund bleiben. Wir wissen nicht, wenn wir uns die Krankheit erfasst, ob sie glimpflich abläuft oder ob wir in große Not kommen oder vielleicht sogar sterben oder Angehörige sterben. Es ist alles offen. Aber hängen wir unsere Gedanken daran, dann befetzen sie uns mit Angst. Und wir sehen nicht mehr, was im Leben für uns im Moment dran ist. Ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie die Übung der Stille in Ihr Leben integrieren können. Denn Stillsein
heißt reich sein. Still sein heißt, ja, der Inspiration zu folgen, zu spüren, was in uns lebt und webt. Und wir werden bald merken, dass diese Stille unsere Außenwelt auch verändert. Denn wir sind in einer Welt, die wir selbst kreieren. Sind wir still, wird sich im Außen auch Stille zeigen. Sind wir voller Sorgen und Problemen, dann wird sich im Außen alles Sorgenvolle auftun. Ich bin so berührt davon, dass meine kleine Enkelin mit 2,5 Jahren ja mit nichts spielt. Sie kocht, sie kauft ein, sie reitet, sie isst mit nichts. Sie hat natürlich Spielzeug, aber das liegt brach. Sie sitzt auf dem Teppich und spielt ihre Welt. Und sie erlebt diese Welt als wirkliche Welt. Und das zeigte mir so sehr, wie unsere Gedanken, unsere Vorstellungen wir erleben. Wir erleben nicht, was von außen auf uns zukommt, sondern wir erleben, was wir dem Außen sozusagen für eine Bedeutung geben, wie wir sie, das Außen erfahren wir, wie wir es sehen. Und wir brauchen einfach, wie Buddha sagt, neue Augen, dass wir etwas sehen, was nicht verhangen ist von unseren Ängsten, sondern was frei ist, was offen ist, offen für das, was auf uns zukommen kann. Diese neuen Augen, wie Buddha sie nennt, die wir brauchen, um die Welt sozusagen zu erretten, die Welt neu zu gestalten, sind Augen, die nicht von vornherein belegt sind mit Kritik, mit Urteilen, mit Kommentaren aus Erlebnissen, die wir oder vielleicht sogar schon unsere Eltern und Großeltern geprägt haben, sondern Augen, die offen sind, die wie die Fenster offen stehen und alles kann hineinströmen, ohne dass wir erst einmal einen Filter aufbauen. Wir haben natürlich Angst, dass wenn wir alles auf uns zukommen lassen, dass wir dann bedroht sind oder auch verletzt werden. Doch seien Sie sich bewusst, das Außen ist das Innen und das Innen ist das Außen. Haben wir Angst, wird Angstvolles auf uns zukommen. Es heißt im Zen, schau nach innen und du siehst die Welt. Und schau die Welt und du siehst dich selbst. Schauen Sie die Welt an und schauen Sie, was Sie sehen. Und dann gehen Sie in die Stille und schauen ohne Kommentar und Urteil, was in Ihnen lebt. Und Sie werden erkennen und werden erfahren, dass sich dann dieser Blick auf die Welt ändert, dass sie auch ihre Schönheiten zeigt und dass sie in sich die Stille erfahren, die immer da ist. Doch wir müssen diese Stille ja pflegen. Wir müssen sie suchen. Als erstes
müssen sie in uns kultivieren und in der Stille immer wieder die Kraft finden, ja, mit wenigem geistig viel zu schaffen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine wunderbare Woche. Es wird die Karwoche sein. Es ist ein großer Mythos, diese Passionsgeschichte. Sie zeigt, wie wir Menschen in Ängsten vor dem Tod, vor Verletzungen leben. Und dass wir aus dieser Not herauskommen, aus diesen Ängsten herauskommen, das wünsche ich Ihnen. Und Sie brauchen es nicht selbst machen. Die Stille hilft Ihnen dabei und trägt Sie. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse und Ihr Zuhören und wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Auf Wiedersehen.